Wie PayPal, Bitcoin und Co. in den Mainstream bringen will, das schauen wir uns heute ganz genau an. Und Ethereum sieht so aus, als würde er auf den Mount Everest steigen. Schauen wir uns an, ob er es diese Woche schafft, über 3000 Dollar nachhaltig zu halten. Ethereum unbedingt dranbleiben. Bis gleich. Neue Woche, neues Glück und neues Monat sogar. Willkommen im Mai. Hallo und herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Ja, ich bin der Martin und darf euch mehrmals in der Woche unterhalten im Bereich Blockchain, Digitalisierung und natürlich auch das wichtigste Thema Kryptowährung. Und wenn es euch natürlich auch gut gefällt, sind wir das ganze Team natürlich sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns einmal ein Like da lässt und kommentiert etwas mit bei der Sendung, denn die eine oder andere Frage könnt ihr vielleicht auftauchen, einfach drunter kommentieren. Und dann bleibt ihr auch immer bestens informiert. Für alle, die neu zugeschaltet haben, unbedingt Abo dalassen, ist kostenlos, Glocke aktivieren, dann bleibst du auch hier in Zukunft bestens informiert. Ja, was gab es denn am Wochenende? Wieder stolze Preise. Durchschnittlich kann man sagen, die letzten 7 Tage ging es eigentlich generell zwischen 10% und 20% am gesamten Kryptomarkt wieder hinauf. Und das ist gut so. Und einer hat sich besonders ausgezeichnet, denn es ist Ethereum. Und sie planen ja nicht nur die Kosten zu senken, das haben sie bereits schon, wie letzte Woche berichtet, von 17 Dollar Transaktionskosten auf 4 Dollar gesenkt. Gibt es in der Beta-Version bereits schon die ersten Testerfolge für Ethereum 2.0 und deshalb auch dieser Preisanstieg. Schauen wir wirklich nach, ob es diese Woche soweit wird, dass er nachhaltig die 3000 Dollar knackt. Und das wäre natürlich wieder ein Allzeithoch, wobei wir das Allzeithoch dieses Wochenende bei knapp 2950 Dollar erreicht haben. Und das ist das neue Allzeithoch von Ethereum. Und wenn er die 3000 knackt, schauen wir, ob der Rücksetzer kommt oder ob es weiter nach Norden geht. Wir sind für euch auf alle Fälle daran interessiert. Ja, eines ist natürlich klar, wenn es runtergeht, möchten oft die amerikanischen Bürger schnell kaufen. Und da dauert es oft lang, gerade bei Coinbase, bis das Geld dort ist, kann der Preis bereits wieder nach oben steigen und das ist für viele ein Problem. Und da gibt es jetzt eine neue Zahlungsfunktion von PayPal, denn die haben hier richtig Gas gegeben. Die Schlagzeile gab es am 30. April, Coinbase integriert Bitcoin via PayPal. Das geht natürlich hier in Echtzeit, aber eines darf man nicht vergessen, PayPal ist nicht günstig, wir kennen das von unserem Memberbereich. Für alle, die das noch nicht wissen, wir haben hier einen Memberbereich, gerade auch für Anfänger, wo es Erklärungsvideos gibt, tolle Aktionen, Gutscheinaktionen mit vielen Partnern, wie zum Beispiel auch Blockbit, Salamandex und zahlreiche andere. Da solltet ihr mal vorbeischauen unter www.blockchainbrothers.at. Da gibt es die eine oder andere Information und wir nehmen auch PayPal in Zahlung. Natürlich sind sie teuer, aber sie sind schnell. Denn das ist der Vorteil und bei Schnelligkeit kann auf 3-4% Kosten wirklich keine Rolle spielen, denn der Bitcoin kann oft um 10%, 20% oder 30% hinauf oder hinuntersteigen und da hat Coinbase nur für amerikanische Bürger, muss man dazu sagen, hier PayPal integriert, also man kann hier in Echtzeit Geld überweisen, um Bitcoin und Co. zu bezahlen. Ja, eines geht schnell, andere sagen natürlich, wir wollen gar nicht PayPal, wir wollen direkt Bitcoin integrieren. Und da gibt es in Österreich die einzige Firma, die das richtig gut macht, ist Salamandex, das kann ich hier nur empfehlen, denn die bieten auch gemeinsam mit 1 die Terminals an. Da kann ich zum Beispiel über Bankkonto überweisen, kann ich zum Beispiel Bitcoin direkt überweisen und andere Möglichkeiten. Und das wird die Zukunft sein, denn nicht nur in Amerika, die US Restaurantketten springen an wie Pizza Hut und alle zahlreichen, sondern es kommen täglich neue dazu. Es wird in Zukunft gang und gäbe sein, dass man mit Bitcoin, Ethereum, Monero, XRP oder anderen Kryptowährungen bezahlen kann und dann wird es Mainstream-tauglich. Und da geht wirklich hier der Preis in die richtige Richtung, denn einige sagen natürlich, ja, wir wissen gar nicht, wo die Zahl hingeht, haben wir wieder solche Wellen wie 2013 oder 2017. Ich muss sagen, man kann kein Jahr mit dem anderen vergleichen, denn die Akzeptanz ist da. Vor 4 Jahren hat noch keiner geglaubt, dass Tesla mal einsteckt. Facebook möchte vielleicht Bitcoin investieren, Twitter möchte investieren und ich glaube, da hören wir heuer noch ganz, ganz viel große Firmen, die hier Firmenvermögen zumindest mit 10% oder 20% in Bitcoin und Co. hineinstecken und ich glaube, da könnte noch
einiges bald funktionieren. Ja, was gab's noch Neues? PayPal überschlagt sich die Schlagzeilen eigentlich täglich. In den USA können PayPal-Kunden ab sofort Kryptowährungen wie Bitcoin und Litecoin handeln. Das wollen sie implementieren. Anscheinend geht es sogar schon. 31.03. gab es auch hier eine Meldung. Anscheinend dürfte es jetzt dieses Wochenende funktionieren. Man kann hier ein eigenes Wallet in Amerika anlegen über PayPal und kann somit ganz, ganz einfach Bitcoin kaufen. Eines muss man sich immer bewusst werden. Wir sind hier verwöhnt in Österreich, wir haben Bitpanda und da gibt es natürlich auch zwei Börsen, einmal die Broker und einmal den Handel der normalen Bitpanda Pro heißt die sogenannte. Und natürlich ist bei der Broker etwas mehr Kosten drauf. Bevor ihr hier wirklich zum Handeln anfängt, schaut einfach zu uns in den Memberbereich blockchainbrothers.at. Da wird euch geholfen. Gerade Anfängerfehler sollte man vermeiden. Und ich weiß, viele möchten gern investieren, aber die Information fehlt noch. Und da sind wir spezialisiert und würde mich freuen, der eine oder andere hineinzuschauen. Ja, diese Woche kommen wir auf alle Fälle nochmal vorbei. Eines ist klar, Coinbase hat hier einen Meilenstein geschaffen. Nicht nur, dass sie als erste Börse eine Aktiengesellschaft gegründet haben und hier vor 2 Wochen an die Börse gegangen sind, sondern es gibt auch hier einige gute Meldungen und ich glaube Coinbase, Bitpanda, Binance, das sind so die Börsen, die man in Zukunft im Auge behalten soll und PayPal gehört natürlich schon lange zum Internetzahlungsartikel oder zur Internetzahlungswährung, dass ich es herausbringe. Und ich glaube, dass es hier noch einige Fortschritte geben wird, obwohl auch hier die Kosten noch etwas zu teuer sind. Also, mehrere Möglichkeiten gibt es in Zukunft in Bitcoin zu investieren. Eine davon ist PayPal und Ethereum sollte man nicht aus den Augen lassen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Schafft er die $3000 nachhaltig oder nicht? Lasst mir ein paar Kommentare da und wenn es euch gut gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ich komme morgen oder übermorgen spätestens wieder. Also, schönen Wochenstart, schönen Mai und bis bald.